Servus, hoi dire. Was macht der Wolli heute? Ja, ich mache heute ein Video über diesen ILF-Griffstück. Das Video steht heute nicht in meinem Tagesablauf drin, aber ich muss es machen, um den Leuten, den Schützen da draußen mal ein paar Tipps zu geben, was da los ist. Also ich habe in einem von meinen Videos erwähnt, dass diese Gewindeofen da drin nicht geklebt sind. Das ist auch ein chinesischer Hersteller, so wie der Black Hunter. Ich glaube, das ist auch vom Black Hunter. Da steht aber was anderes drauf. Ghost Hand ist wurscht. Im Prinzip ist das gleiche Material wie bei den Black Hunter Griffen. Das ist auch länger, 17 Zoll lang. Ja, und diese Tillerschraube ist abgerissen. Wie es dazu kam, habe ich mir erklären lassen von den Schützen. Also war es so, dass diese Gewindemuffe immer gelöst hat und nach oben gewandert ist. Und der hat es immer wieder zurückgedreht, nachgedreht und so weiter und kam nie auf die Idee, diese Gewindemuffe komplett rauszudrehen und zu kleben. Irgendwann hat er, also der Schütze hat die Schnauze voll gehabt, hat es rausgedreht und hat dann die Gewindemuffe in Schraubstock fest gemacht und dann wollte er diese Tillerschraube rausdrehen und schauen, was da für ein Problem ist. Ja, und nachdem er Gewindemuffe in Schraubstock befestigt hatte, hat versucht, die Schraube rauszudrehen, dann ist ihn abgerissen. Was ich gleich sehen kann, also das ist kein Stahlmaterial, also das ist Aluminium. Das ist ganz sicher Aluminium, weil es sehr leicht ist. Schauen wir mal. Und magnetisch ist er auch nicht, ne? Wenn ich jetzt eine von meinen Schrauben nehme, also die sind aus Stahl. Das ist schon mal eine ganz schlechte Idee von den Chinesen, sowas da rein zu machen, weil es ist mit Sicherheit von den Schützen auch verbunden. Wenn so eine Tillerschraube abreißt in Auszug, da kann böse Verletzungen geben, da bin ich mir ganz sicher. So, da ist jetzt diese Restgewinde drinne, die kriegt man immer raus, die kriege ich natürlich raus, aber die Mühe mache ich mir jetzt nicht. Da werde ich mal eine von meinen Gewindemuffen drauf machen. Ist auch einiges länger. Das sorgt für mehr Festigkeit im Material da drinnen. Ich passe das auch von der Gewindestärke her. Das passt auf jeden Fall. Jawohl. Und ich werde erstmal hier reinigen, mit Aceton reinigen, die Gewindemuffe auch reinigen und dann mit Kleber benetzen, mit Epoxidharzkleber, 5 Minuten Epoxidharzkleber, satt benetzen und dann reindrehen, bis alles in Ordnung ist, bis fest ist. Die hat alles da. Schauen, welche passt. Ja, das ist üblich, ne? Die haben Zollgröße und wir haben die normale Größe, was in Europa gibt, ne? Aber ist ja nicht weiter schlimm, weil ich muss sowieso diese Tillerschrauben bestellen und dann erst dann kann ich das Video abschließen, zumindest zeigen, wie es gemacht wird. Und ja, das werden wir schon hinkriegen. Das werde ich auch rausdrehen. Schauen wir mal, ob ich doch einen Imbusschlüssel habe. Das ist die Größe, was wir in Europa benutzen. Das ist zu groß, aber ich habe auch Zollgröße da. Da Bezeichnung drauf. 3/16. Ja, die lässt sich sauber rausdrehen. Und
die uns gleich mal anschauen, ob die auch angeschlagen ist. Ja, der Werner hat mir erklärt, der hat Teflonband da rumgewickelt. Kann man machen, würde ich nicht machen, weil das ist ein Dichtungsband. Ne? Also ich werde da Schraubensicherung drauf machen, Loctite. Ne? Da gibt es verschiedene Varianten, blau, grün, rot, was weiß ich. Ja, wie auch immer. Ich werde da einfach mal Schraubensicherung drauf machen, ordentlich benetzen und dann festziehen. Wenn man das festgezogen hat und diese Schraubensicherungskleber dann fest ist, kann man trotzdem noch auf und zu machen. Also kann man noch korrigieren. Also man kann dann trotzdem Tiller noch korrigieren. Das lässt sich auch drehen. Ja, das ist auch kein Problem. Aber anscheinend, das sieht gut aus. Ich werde es nicht lassen. Aluminium, das ist kacke einfach. Das geht gar nicht. Das darf man nicht machen. Ja, soweit so gut. Ich muss dann mal das Video unterbrechen oder ich schaue mal, ob ich da was finde von meinen alten Schrauben. Kann sein, dass ich irgendwie so Ersatz-Tillerschrauben da habe. Schauen wir mal gleich mal. Übrigens, die Kosten bei Bogensportwelt oder bei Spider-Bows habe ich gesehen, die kosten um die 16 Euro Novas. Eine. Die gibt einzelne. Also beide zusammen sind mal über 32 Euro plus den Versand. Also für zwei solche Schrauben ist ganz schön teuer. Ne? Ja, was soll ich sagen? Aber ich schau mal, ob Olli deine. Ja, also ich habe jetzt einen und einen zweiten habe ich jetzt auch noch gefunden. Mehr Gewicht als diese kleinen Dinger. Also die sind aus richtigem Material. Wiegen wir mal nur aus Neugier jetzt. Ne? Das wollen wir keine Doktorarbeit draus machen, aber nur fürs Protokoll, sage ich immer. Also die aus China, die wiegt 191 Grain. Die aus Deutschland wiegen 405,8 Grain. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid, ne? Obacht geben, Leute. Wenn einer mal so einen Griff besitzt, dann tauscht bitte auch gleich die Schrauben. Also ich werde diese Tillerschrauben gleich mittauschen. Schau her, da hat Olli auch diese Tillerschraube mit Schraubensicherung benetzt und es funktioniert genauso oder noch besser wie Teflonband. Also macht es aus. Macht es bitte und da seid ihr auf jeden Fall auf die sichere Seite. So, jetzt will ich mal das Video zu Ende bringen. Was machen wir da jetzt? Schauen wir mal, welche Gewindemuffe am besten passt. Das passt auf jeden Fall. Europäische Gewinde. Ja. Oder ich tue die mal hier abschneiden auf die Größe, was die andere, was die alte hat und dann hat sich erledigt. Lieber, da habe ich ein Impulsaufnahme oben. Da kann ich mit dem 10er Imbus, 8er Imbus festziehen. Aber dann passt das auch noch perfekt drin. Also der Kopf passt dann auch perfekt da drin. Mache ich gleich. Wenn ich soweit bin, dann lasse ich die Aufnahme weiterlaufen. Okay? Also die alte Gewinde rausdrehen. Ja, die ist nicht geklebt. Wenn es geklebt wäre, dann wird
die gewinnende Muffe nicht so leicht ausdrehen lassen. Also da ist gar nichts drin. Wahnsinn. Nur Staub. Nachdem ich die Gewinde neu gedreht habe, da muss ich ungefähr eine halbe Stunde warten, bis der Kleber auch endgültig fest ist. Das ist also ich benutze diese 5 Minuten Epoxidharzkleber. Nach 30 Minuten ist der endgültig fest. Da lockert sich auch nichts mehr. Also ich werde jetzt mit dem Kleber die Schrauben, Gewinde alles ordentlich benetzen, die neue Gewindemuffen neu drehen. Und eine halbe Stunde warten und dann komme ich wieder zurück und schauen wir mal die Ergebnisse dann. Also, bis gleich. Also gut, ich nehme jetzt alles auf, was ich mache, jede Handhabung, alles. Dann könnt ihr mehr sehen oder mehr dazu lernen, wer das selber machen möchte. Das mal eine anzünden. Eine dampfen, sonst kriege ich schlechte Laune. Nochmal ein Tröpfchen Aceton und Wattestäbchen. Müssen wir die Bohrungen alles reinigen. Das machen wir gleich, dass es noch trocknen kann. Jetzt nochmal ins Loch ein bisschen. Schaut her, da ist irgendein Fussel drin. Oder was hast du da reingeschmissen? Ja, wie auch immer. Das ist Dichtungsband oder sowas. Hat es neu gedrückt und unten quasi gelandet ist auch nicht. Das ist so ein Rundpfeiler, ein ganz feine. Da kann ich die Gewinde auch leicht anrauen. Oder was? Dann nehme ich zwei von diesen Wattestäbchen, geht da rein. Und du ordentlich mal da rumfummeln. Doch rumfummeln. Wie jetzt denkt. Ja. So. So. Also, ich habe schon mal gehört, dass manche mit Sekundkleber machen, das geht hin und her. Ich sag's euch einfach, Finger weg davon. Ich habe selber probiert, ich bin gescheitert, weil Sekundkleber sehr schnell reagiert, vor allem Stahl und Holz, da reagiert sehr schnell. Dann bist du irgendwann hier in die Mitte mit der Gewindemuffe drinnen und kommst nicht weiter, dann versuchst du das noch weiter reinzudrehen, dann spaltest du den ganzen Dreck, die ganze Aufnahme. Und da hast du nichts gewonnen. Andersrum ist, wenn du dann rausdrehen willst, dann beschädigst du die ganze Gewinde dann mit. Also du ziehst diese Gewinde, alles, diese Rillen da drinnen, reißt sie auseinander, ziehst sie mit raus, alles Gute. Dann kannst du gleich den Griff wegschmeißen, weil da mit Fühlen und so weiter wird nichts mehr. Also, ich habe gesagt, wenn man sowas schleift und man hat eine Absauganlage angeschlossen an der Schleifmaschine, denkt bitte dran, die Absaugung nicht einzuschalten, weil durch die Funken könnte eine Explosion geben. Also wenn im Absaugungssack so ein Funken landet, dann gibt es schöne Feuerwerk, sage ich euch. Habe ich noch nicht gehabt, aber sicher ist sicher. Ein Sicherheitshinweis einfach mal so von mir. So, jetzt habe ich Kleber angemacht. Kleber umrühren jetzt. Dann hier satt. Da netzen. Beide. Und natürlich ins Loch hinaus. Solange der Kleber flüssig ist, lässt er sich sehr gut verarbeiten. Also der kriecht sich in jede Öffnung, in jede Schlitz, in jede Gewinde drinne.
Wenn der anfängt zu reagieren, der braucht ungefähr 5 Minuten, dass er anfängt so fest zu werden, dann habt ihr verloren. Dann müsst ihr neuen Kleber anmischen, anmachen. Wie gesagt, mit Sekundkleber habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, würde ich keinen empfehlen. Erstens, Sekundkleber ist, nachdem er hart wird, ist dann brüchig. Und der trocknet sehr schnell. Damit könnte es Probleme geben in der Moffettnei. So, machen wir hier die. Ist Obacht geben, ne? Nicht so fest knallen, sonst auch fest kommt immer ab, wie wisst ihr schon. Ich hoffe, man kann das erkennen. So schaut's aus. Da ist die erste drinne und da ist die zweite drinne. Jetzt warten wir eine halbe Stunde, bis es richtig trocken wird. Machen wir weiter. Bis gleich. So, Mana, alles ist fertig. Die Schrauben, die Muffen, die Gewindemuffen sind jetzt drinne. Die sind auch fest. Ich habe probiert, also da bewegt gar nichts mehr. Was mich interessiert, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Warte noch kurz. Brauche meine Waage. Der ist schon schwer. Also der Griff ist sehr, sehr schwer. Das heißt, der Griff allein wiegt 737 Gramm. Ist schon ordentlich. Ja, gutes Gewicht. Also ich habe jetzt den Griff auch komplett mit Holzbutter behandelt, deswegen sticht diese schwarze Farbe besser raus als vorher, ja. Und jetzt schrauben wir mal die Tillerschrauben rein. Was passiert? Also von der Länge her sind die Tillerschrauben gleich wie die von die Chinesen, sage ich einfach mal so. Ne? Auf den Tillerschrauben ist schon Schraubensicherung mit drinne. Sieht man ja. Sollte auch so sein. Bei einer der Buchsen hatte ich ein bisschen Kleber in die Gewinde drinne, weil ich so viel Kleber mit rein habe. Ist aber kein Problem. Man hat so eine Gewindeschneider-Set immer dabei. M8er. Gewindeschneider nachgeschnitten und gut ist es. Dann passen auch diese Tillerschrauben wunderbar rein. Ja. Ja, somit ist der Griff jetzt auch gerettet worden. Da sind jetzt die alten Tillerschrauben, die gebrochene und diese Muffe, was ich da alles rausgedreht habe, das schicke ich den Werner gleich mit. Kann er machen damit, was er will. Ansonsten würde ich sagen, ja, ich fasse es ganz kurz. Chinesische Griffe allgemein. Die Buchsen prüfen, sind die locker, aufdrehen, reinigen, so wie ich ein Video vorher gemacht habe. Die gleiche Gewindebuchse nochmal neu drehen, aber mit Kleber, aber nicht mit Sekundenkleber. Glaubt mir, da werdet ihr euch ärgern hinterher. Sekundenkleber ist brüchig. Das funktioniert nicht. Das funktioniert vielleicht bei M4 oder M5 Gewinde, aber nicht bei M8. Oder da ist M12 drinnen. Ne? Also da ist M12. Genau. Und ja, Schrauben sichern, prüfen, ob alles fest ist, weil da kann
einen ordentlich verletzen, wenn da nicht alles kontrolliert wird. Wie gesagt, die Chinesen geben nicht so viel Wert drauf auf die Sicherheit. Deswegen muss der Schütze, wenn er sowieso einen kleinen Preis für so einen Griff zahlt, muss er dann selber auf ein paar Sachen achten. Ja. Also der Griff wurde bis jetzt, habe ich mir sagen lassen, nur mit 35 Pfund belastet. Und es ist nicht die Welt, 35 Pfund, und trotzdem hat die Gewindemuffe rausgedreht. Also bitte Obacht geben, und ja, wenn ihr Leute kennt, wo sowas schießen, gibt wenigstens den Hinweis von mir nochmal, oder sollen das Video mal anschauen, was da alles vorgekommen ist. So, das Ding wird jetzt verpackt und an Werner geschickt. Er gibt das Teil wieder mal in alle besten Zustand, 100 Jahre Garantie, und die Rechnung, ja, was weiß ich, machen wir Freundschaftspreis, Werner, ne, 1000 Euro passt, okay? In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Feiertag morgen, und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach einen Kommentar, und dann werde ich euch beantworten. Hau die Ehre, Servus!